Hallo liebe Leute, jetzt wollte ich heute bin ich am Land draußen, wollte ich euch kurz mal zeigen, ein paar innerhalb von 2, 3 Quadratmeter wachsen unwahrscheinlich viele Heilpflanzen. Jetzt hier erstmal, das hier ist die berühmte Anamu-Pflanze. Anamu-Pflanze ist ein Strauch, sehr bekannt vor allem in Bolivien, auch in Kuba, auch in Venezuela und Amerika schon, weil es hilft gegen Krebs. Das ist ein extremer Stärker vom Immunsystem, hat sehr viel Vitamine, Mineralstoffe drin, ganz, ganz ungewöhnlich. Und daneben ist natürlich auch eine Brennnessel. Die ist hier eine Art, eine Varietät von Brennnessel. Die werden riesengroß. Hier sieht man sie mit einer weißen Blüte. Schaut euch mal die Stacheln an. Hier ist der Stamm selbst, voller Stacheln. Und hier oben, also die ist extrem, ist aber nur noch eine relativ kleine. Ich habe die natürlich viel, viel größer noch als wie diese Art. Und hier wächst das sibirianische Mutterkraut, eine Hanfart-Varietät. Das heißt, ist vor allem bei Menstruationsschwierigkeiten oder allgemein, also für die Nerven, fürs Herz beruhigend. Das wächst hier auch alles. Dann gehen wir ein Stückchen weiter. Hier ist ein kleiner Strauch von Nangabiri, Eugenia uniflora. Das ist natürlich auch eine ganz tolle Heimpflanze. Die ist vor allen Dingen für Arthritis, Arthrosis, Gicht und hilft auch bei Diabetes mit. Ist auch hier vorhanden. Also innerhalb von ein paar Metern gibt es hier ganz, ganz viele Heilkräuter. Da vorne ist auch ein Stückchen vor das Papyrusgras. Und hier hat man noch einen Koriander, einen wilden Koriander. Der sät sich jetzt dann wieder aus. Der wilde Koriander, typischer Curatu heißt der, ein ganz, ganz tolles Heilmittel für die Leber. Und hier hat man dann noch Yantén, der ist hier auch noch mit dabei, so ganz klein. Und das alles in ein paar Quadratmeter. Das ist also das Unglaubliche. Hier noch eine Distelart, da bin ich auch gerade dran zu schauen, für was es hilft. Noch eine kleine Distel. Aber so hat man das innerhalb von ein paar Metern. Ein Haufen von diesen kleinen Heilpflanzen. Und hier natürlich habe ich auch meinen Nienbaum, wo ich angepflanzt habe. Einige davon. Der schießt jetzt richtig nach oben. Mal hier die schönen Blätter nochmal anschauen, wie schön der wächst. Der zieht so richtig nach oben. Ja, und wie man sehen kann, Paraguay, es wächst wirklich alles. Und es wächst alles sehr, sehr gut. Und hier geht es also ganz nach oben. Also hier kommen mir noch mehrere Misteln. Da haben wir natürlich jetzt im Garten schon einiges angepflanzt auch. Und hier mal was ganz Goldiges. Ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt hier kleine Marienkäfer. Jetzt weiß ich gar nicht, ob man sieht. Jetzt ist er weggeflogen. Ist schon wieder weg. Ja, es gibt hier Marienkäfer in Paraguay. Also wirklich ganz toll. Alles Mögliche findet man auch hier wieder. Ja, und das war mal ein ganz kleiner Tipp mit Heilpflanzen nochmal, was hier alles in ein paar Quadratmeter wachsen kann.